Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Wenn du magst, kannst du die Kamera anlassen. Wenn du nicht magst, dann kannst du die auch ausmachen, weil ich das ganz gut sehe. Ach so, stimmt. Ja, genau. Aber kannst du entscheiden? Ich finde das gar keine. Ganz komisch. Echt? Man weiß es nicht. Ich glaube, das war so die Idee. Ja. Schlaf. Ich weiß nicht, ob du einfach gescheit. Bitte? Hi. Ich hatte halt morgen erst die Jeans an und dachte, nee. Müssen wir alles machen oder willst du irgendwie? Mach ich gerne. Ich würde dir gerne noch einen gekriegten Platz. Ja, hier. Ja, dann lasst uns ganz pünktlich starten. Hallo an alle im Raum, hallo an alle online. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katharina, ich bin von der IMC AG, habe ja einige gestern schon kennengelernt. Und ich möchte heute über das Thema Future Skills reden, Schlüsselkompetenzen, Kernkompetenzen, Soft Skills. Ich habe mir schon bei der Beschreibung im Sessionplan sehr schwer getan, den passenden Begriff rauszusuchen. Und vor allem soll es darum gehen, wie können wir sie fördern. Ne? Also es gibt ja ganz viele Themen, die wir in diesem Bereich ansprechen könnten, aber mir geht es heute vor allem darum, wie können wir sie im Unternehmen fördern. Kurz auch nochmal zu diesem Thema Begrifflichkeiten. Ich habe einfach eine Definition rausgesucht. Es gibt natürlich mehrere. Die ist von dem Professor Ulf Daniel Ehlers. Und die heißt Future Skills and Kompetenzen, die es Individuen erlauben, in hoch emergenten Handlungskontexten selbst organisiert komplexe Probleme zu lösen und erfolgreich handlungsfähig zu sein. Ausatmen. Also ich spreche von überfachlichen Kompetenzen, die auf Handlungsfähigkeit abzielen. Und andere Begriffe sind vielleicht Metakompetenzen, Soft Skills, Methodenkompetenzen, Kernkompetenzen. Ja, wie auch immer man sie begreifbar machen möchte. Es gibt sehr viele Modelle dazu und ich weiß nicht, wie es euch geht, also in meinem Arbeitskontext werde ich damit aktuell tatsächlich recht bombardiert, sowohl auf LinkedIn, aber auch tatsächlich, was Kundenprojekte angeht. Es gibt ja Listen, zum Beispiel vom World Economic Forum mit den 10 Skills of 2025. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch schon 2030. Es gibt auch noch verschiedene andere, auch die Europäische Kommission hat tatsächlich 3 verschiedene Modelle. Es gibt einen Green Future Skills, es gibt einen Future Skills, also von diesen Institutionen mehrere. Dann gibt es von den großen Beratungshäusern, McKinsey etc., gibt es auch solche Listen. Was sind denn die wichtigsten Kompetenzen? Die beruhen meistens auf Befragungen von mehreren Unternehmen und von Geschäftsführungen von Unternehmen. Und so werden diese Listen erstellt. Also muss man sich auch immer noch mal vor Augen führen, das sind jetzt keine in dem Sinne wissenschaftlichen Erhebungen, ne? Das ist auch der Best Guess von Unternehmen. Und ich bekomme es auch tatsächlich immer wieder mit, dass Unternehmen auch ihre eigenen, das sind unsere 5 Kernskills, die wir im Unternehmen fördern wollen. Und dann auch zum Beispiel auch an uns herantreten zu der Frage, was macht man jetzt damit? Die L&D-Abteilung hat von der Geschäftsführung diese schöne, manchmal ist es eine Blume, manchmal wie auch immer, übergeben bekommen und bitte tragt das in die Organisation als Auftrag.
Und darunter sind eben diese Kompetenzen, die manchmal auch so schwer zu greifen sind, so wie Kollaboration, kritisches Denken, Entscheidungsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit. Dann rechts habe ich nochmal die vom World Economic Forum eingeblendet, also Analytical Thinking ist halt auch immer so ein Thema. Und ich möchte mit euch einfach mal ein bisschen die Frage diskutieren, wie kommt ihr damit in Berührung? Wird es in eurem Unternehmen gefördert, diese Kompetenzen? Wenn ja, wie? Explizit, implizit? Und dass wir so ein bisschen sammeln können. Die Carlotta wird versuchen mitzuschreiben, dass wir nachher in diesem Zoom-Pad, also in dieser Dokumentation von der Session, auch vielleicht ein bisschen so eine Liste haben. Und die Session wird auch aufgezeichnet, also kann man nachher auch nochmal nachhören, wenn irgendjemand was erzählt hat, dass man da vielleicht nochmal einen Impuls für sich selber kriegt, wo wir noch ansetzen können. Und ja, die erste Frage wäre an euch, werden diese Skills bei euch aktuell im Unternehmen aktiv gefördert und wenn ja, welche Art und Weise? Das kann ich gerne dazu sagen. Danke. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Bei uns ist es tatsächlich eher unbewusst, also gar nicht geplant. Wir machen das ziemlich agil. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir immer jetzt vom Vertrieb oder von der Konzeption, dass wir viel zusammen machen, um voneinander zu lernen. Und da geht es halt dann zum Beispiel auch darum, wie stellt man ein Produkt vor oder wie benimmt man sich beim Kundentermin. Und bei uns passiert das eigentlich immer fließend, also dass man viel zusammen macht, auch in Präsenz, dass man viel zusammen auf Termine geht und dass man auch viel nachbespricht. Aber wir sind auch also Anbieter, wir haben tatsächlich keine Schulungen intern. Also bei uns wird es nicht irgendwie vorgegeben oder festgesetzt, aber das ergibt sich eigentlich im Arbeitsumfeld. Also so läuft es zumindest bei uns. Andere Erfahrungen damit? Also wir hatten zuletzt erstmal versucht runterzubrechen, was man tatsächlich unter den einzelnen Kompetenzen überhaupt im Handeln versteht. Ja, also wie kann ich denn messen, ob jemand kritikfähig ist? Also woran mache ich das fest? Bei uns war es jetzt besonders im Recruiting-Prozess gerade von Interesse. Ne? Man hat ja so die klassischen Stellenbeschreibungen, da steht sowas wie, Führungskompetenz. Aber dann zu sagen, naja, dann spreche ich mit der Person. Und klar, ich kann mir irgendwie die Projekte anschauen, die sie vorher vielleicht betreut hat, geleitet hat. Aber woran mache ich es am Ende fest? Ne, dass sie eine Führungskompetenz hat. Und wir haben es dann erstmal versucht, jetzt eben runterzubrechen, dieses konkrete Handeln. Also ne, woran mache ich fest, dass jemand eine Führungskompetenz hat? Und dann eben zu schauen, genau, wenn es die Person noch nicht hat, wie geht man dann damit um, beziehungsweise was kann man dafür machen? Und ich glaube, gerade diese Future Skills passieren auch ganz häufig, wie es die Vorrednerin gerade schon sagte, ne, im Austausch und eigentlich vielleicht gar nicht so als ein formeller Schulungskontext, sondern eher im informellen Kontext vielleicht, dass eben derjenige, der noch keine Führungskompetenzen hat, halt die Führungsperson mal begleitet, ne, die ne, schon diverse Projekte begleitet hat und Learning by Doing und viel weniger strukturiert und viel eher informell. So ist mein Eindruck. Also dass ne, diese Future Skills ganz viel durch Erfahrung und durch Erleben kommen und weniger durch diese strukturierten Kontexte. Wir haben eine Online-Meldung und dann Damian. Ja, genau. Bei uns in der Organisation haben wir verschiedene Möglichkeiten, uns da weiterzubilden. Also gerade für die Leadership-Trainings, da haben wir ein Riesenprogramm aufgezogen und bieten jedem eigentlich Lernzeit an, also zum Beispiel für Englisch, um sich da weiter fortzubilden, aber auch diese Skills, die du genannt hast, weiter anzueignen. Dann ist es eine Frage der Kultur, da haben wir ein sehr gutes Auge drauf. Wir haben rund 60 Grad Feedbacks eingeführt, zumindest stellenweise hier und da. Da haben wir auch einen Sensor für und ich persönlich habe Lernzirkel in Leben gerufen und Communities unterstützt, bin da moderationstechnisch unterwegs, so also als Lernbegleiter auch. Wir haben ein riesen LMS am Laufen. Also eigentlich gibt es genügend Möglichkeiten, sich da einzubringen und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, jedes bisschen hilft. Also wenn man sich irgendwo einbringt und Meta lernt, habe ich das ja auch in meinem Hashtag so genannt, dann ist das unglaubliche Bereicherung. Man lernt aus jedem Tag heraus und das nutze ich zum Beispiel für mein Leadership auch. Ja, würde ich auch so sagen. Das darum geht es mir heute auch in der Session, diese kleinen bisschen zu sammeln, wo man vielleicht noch ansetzen könnte. Ne? Man muss nicht das eine große Programm vielleicht, sondern man kann vielleicht an verschiedenen Stellen ansetzen,
Machen wir mal nacheinander hier im Raum und dann als nächstes die Manja. Genau, also ich wollte auch nochmal anschließen, wir haben es bei uns, glaube ich, ähnlich gemacht, dass wir erstmal gesagt haben, okay, es gibt jetzt in welchen Listen oder von welchen Unternehmensberatungen auch immer so eine Aufzählung von Kernkompetenzen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Dann haben wir geschaut, welche davon sind denn für uns besonders relevant, weil ich glaube, an sich sind die alle relevant. Niemand würde sagen, den brauchen wir nicht bei einem dieser Punkte, aber wir haben da mal uns geschaut, was ist denn auch anhand unserer Unternehmensstrategie oder unserer Vision besonders wichtig. Und da haben wir dann auch, sind wir auch so vorgegangen, Kompetenzprofile zu erstellen. Die sind noch nicht perfekt, aber eben zu sagen, okay, wir müssen auch erstmal definieren, was heißt es denn, wenn jemand Kritikfähigkeit hat oder Lösungskompetenz hat oder wie auch immer. Wie zeigt sich das? Und vor allem auch Beispiele zu nennen, wie zeigt sich das vielleicht in verschiedenen Kontexten? Ja, ein Projektmanager geht ja an die Sache anders ran als jemand in der Produktion. Der hat andere Probleme zu lösen. Was jetzt noch fehlt, und das ist dann, glaube ich, auch die spannende Frage, ist so ein bisschen der Link, ja, wie kommen wir jetzt dahin, wenn wir sagen, jemandem fehlt es noch? Zu sagen, ja, eine Schulung klingt immer gut, die Leute gehen auch gerne auf Schulung, habe ich die Erfahrung gemacht, weil das irgendwie, dann haben sie das in der Hand, sie haben ein Zertifikat und können sagen, ich kann das jetzt. Aus Erfahrung wissen wir aber, nein, sie können es danach nicht direkt. Also dann wäre natürlich die Lösung aus meiner Sicht, das fehlt bei uns auch noch viel zu viel, da immer dran zu bleiben. Also dieses Thema weiter zu vertiefen durch verschiedenste Formate, fand ich auch gerade spannend, Communities, Lernzirkel und so weiter, das fehlt bei uns noch, aber das wäre, glaube ich, eine Lösung dafür oder ein Ansatz. Manja? Ja, bei uns ist es so, dass wir im vergangenen Jahr neue Vision, Mission und Core Values ins Unternehmen gebracht haben. Und Core Values, da ist ganz oben steht Collaboration. Und dieses Collaboration ist, das wird zum einen visuell in jedem Besprechungsraum, in jedem Meeting irgendwie ja besprochen oder ist Thema. Das Zweite, wir haben sowas wie ein Teamboard. Das wird bei uns in der Abteilung beispielsweise wöchentlich durchgeführt. Da gibt es so eine People-Seite und diese People-Seite, da ist Collaboration beispielsweise, bewerten wir jede Woche, wie wir mit unseren Kunden, also aus HR-Sicht, also unsere internen Kunden, wie wir miteinander gearbeitet haben, also wie ja, die Zusammenarbeit war. Und so versuchen wir das mit den anderen Core Values eben auch umzusetzen. Also es in das tägliche, in das wöchentliche Miteinander irgendwie einzubinden. Und der nächste Schritt ist jetzt mit dem Schulungsprogramm, das auch ja, in Führungskräftetrainings nochmal wieder reinzubringen und zu vertiefen. Also wir versuchen das auch in verschiedenen Ansätzen miteinander zu verknüpfen und das ja ein bisschen bewusster zu machen, einfach ins Unterbewusstsein reinzuschieben. Hätte ich vielleicht gerade eine Anschlussfrage. Also dieses Memberboard, ich kann den Namen da jetzt mal nicht, meine Augen sind zu schlecht. Teamboard nennt sich das bei uns. Da eine Frage zu, also wenn ihr dann in dem Teamboard feststellt, okay, diese Woche waren wir jetzt nicht so zufrieden mit der Kollaboration zum Beispiel, was ist dann die Lösung? Weil dann im Team Maßnahmen und sagt, okay, wir... Genau. Genau, da werden dann, wenn das, also das hat so ein Smiley-Verfahren, grün, gelb und rot. Und spätestens, wenn die zweite Woche gelb ist oder wenn direkt, wenn das rot ist, dann ja, gibt es eine Aktion daraus. Das kann sein, dass man ins Gespräch geht. Das kann sein, dass man sagt, ich brauche mal Unterstützung in irgendeiner Art und Weise. Also das wird nachverfolgt. Das ist nicht, ich bewerte das einmal und damit ist es das gewesen, sondern wir leiten eine Aktion daraus ab. Und alle Teilnehmer bewerten oder ist es der Projektleiter? Nein, jeder für sich. Jeder für sich bewertet, wie die Zusammenarbeit in seinem Bereich beispielsweise war oder mit einzelnen Bereichen. Und daraus gibt es dann quasi eine Teamzusammenfassung oder wenn einer sagt, ich habe das Problem oder die Herausforderung mit dem Team, sagen wir es mal so, dann, dann kann man eben daraus sagen, das ist jetzt eine Aktion oder dann teilen wir im Prinzip unser Wissen miteinander und sagen, ich könnte mir den Lösungsansatz daraus vorstellen. Und dann wird das als Aktion aufgenommen. Antje?
Ich finde die Beispiele total super, wie man die, diese Kompetenzen halt ins Tägliche bringen kann. Und ich glaube, im Endeffekt ist das auch der einzige Weg. Aber ich will trotzdem ein Puzzlestück noch hinzufügen, sozusagen aus dem Digitalen, was wir gemacht hatten, ist im Intranet so kleine sozusagen Mikrobloggings geschrieben, über was die Kompetenzen wie Lernen oder Zusammenarbeit halt bedeuten könnten. Also so kleine Geschichtchen und das verbunden immer mit einem LinkedIn-Learning-Video. Da haben wir dann auch noch schön Content-Marketing gemacht und haben damit alle Fliegen mit einer Klappe quasi erschlagen. Und am besten sind gelaufen die Sachen, die auch praktisch waren. Also wie man bestimmte, wie man Zusammenarbeit halt praktisch verbessern kann, zum Beispiel dann auch mit Office 365, aber halt in einem größeren Kontext. Hier war noch eine Meldung im Raum. Ja, also wir haben auch so, wie war es da, our principles, our values da draußen, dann so die basic competencies, die für alle gelten, entwickelt worden. Und eine Maßnahme war es zum Beispiel, dass das jetzt auch in den Mitarbeitergesprächen, also in Success Factors integriert ist, mit so gewissen Leitfragen. Jeder soll sich daraus Entwicklungsziele ableiten. Ich glaube, es ist nur eine Herausforderung für viele Leute, weil es doch für viele sehr abstrakt ist, glaube ich. Aber an sich, den Ansatz finde ich an sich gut, das halt an die Prozesse irgendwie auch zu integrieren, wo jeder Mitarbeiter mal drankommt. Und an sich auch so die Idee ist natürlich, dass jeder auch so seine individuellen Ziele daraus macht. Oder ich glaube, so individuelle Entwicklungspläne oder Projekte sind, glaube ich, auch nochmal ein sehr guter Hebel, weil im Arbeiten sozusagen entwickelt man diese Kompetenzen, glaube ich, am besten. Da ist aber für mich auch noch die Frage, wie weit kann man das überhaupt steuern? Weil dann hängt es echt auch extrem, also man kann es nicht für jeden Mitarbeiter, mit dem müssen wir Mitarbeiter hinsetzen und Pläne machen. Also da geht es vielleicht wieder darum, auch die Führungskräfte entsprechend zu enablen. genau. Aber an sich, das in Prozesse zu integrieren, denke ich, ist auch nochmal ein Hebel. Da war noch der Damian online und dann. Also was mir aufgefallen ist, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit kollegialer Beratung, so einem Mentoring-Programm, was wir auch bei uns haben. Wenn ich eine Frage hatte, wo ich keine Lösung auf Anhieb hatte, sprangen Kollegen ein, die haben mir Fragen gestellt, wo ich dann auf die Lösung kam. Und das war ein sehr wertvoller Beitrag, weil ich dann so ein bisschen anfühlen konnte, okay, gehe ich in die richtige Richtung oder nicht. In den Training selber, da gehen wir natürlich über die Beispiele, über so Trainingshäppchen ganz intensiv in eine ganz bestimmte Situation rein. Das macht er, glaube ich, aber alle, wenn der solche Trainings macht. Und was ich persönlich gemacht habe, ist, ich habe das Glück gehabt, dass ich meinen eigenen Lernpfad gestalten konnte und meine eigene Führungsrolle aufbauen konnte. Das heißt, da habe ich transparent gemacht, was habe ich gelernt und welche Werte ich verfolge und wo habe ich die Informationen her. Das habe ich dem einen oder anderen, der da auch das Interesse hatte, dann in die Hand gegeben. Und die waren sehr, sehr glücklich, dass sie so einen Leitfaden in die Finger bekommen haben. Also Transparenz machen, offen sein, dieses Feedback habe ich ja schon eben angesprochen, das ist ganz wichtig, zusammen mit diesem kollegialen Beraten. Also wir erleben das ähnlich mit Values, Kernkompetenzen, Entwicklung, Online, Hybrid, verschiedene Themen, dass die Leute ihre eigenen Kompetenzen entwickeln können. Dazu habe ich aber jetzt noch eine Frage, die ich gerne stellen würde. Wenn ich heute im Nebenraum passiert gerade ChatGPT einen Impulsvortrag höre, dass 3000 Anwälte replaced werden können, weil ChatGPT die Analyse von dem Enron-Fall um ein Vielfaches schneller und besser macht. Das heißt also, komplexe Themen plötzlich in diese Kompetenzen mit reinfallen, Kollaboration oder andere Themen viel, viel wichtiger werden, schauen wir gerade in dieser Community, weil das ist ja alles, was zukunftsorientiert sich entwickeln sollte, hinterfragen wir gerade, was diese KI mit unseren kompletten Kompetenzmodellen tut. Das ist für mich so ein bisschen gerade der Impuls, den ich probiere nachzuvollziehen. Es ist die Schlüsselkompetenzen, du hast beschrieben, das hat eine Firma mal oder die CEOs haben das gerade gedacht oder das hat mal McKinsey oder BCG getrieben. Das sind aber alle Studien, die sind jetzt schon wieder ein oder zwei Jahre alt. Die Themen entwickeln sich so schnell und nach vorne gedacht. Das exponentielle Wachstum, was die KI mit sich bringt, braucht in der Kompetenz eigentlich einen ganz anderen Ansatz, vielleicht auch da mal mit umzugehen, weil auch viel mehr Ängste jetzt auftauchen werden in dieser Richtung. Und der Entwicklungsfall, wie ich es früher klassisch hatte, kann meine Pipeline nach oben gehen oder ich weiß, ich muss drei Schritte nach links und drei nach rechts gegangen sein, um nachher in dieser Rolle anzukommen, ist meiner Meinung nach morgen nicht mehr gegeben. Dafür müssten wir heute schon Weichen stellen.
Vielleicht ist es eine Antwort auch auf dich. Wir haben so eine Art Infinity Loop entwickelt. Der hat eine ko-kreative Phase, wo wir verschiedene Sichten zusammenbringen, um zu sagen, ja, diese Kompetenzen, da haben wir die Metapher von Lego-Bausteinen, die kann man so zusammenbauen. Es gibt ein Lego-Bausteinmodell, das allgemein ist, und dann gibt es zum Beispiel die Juristen. Dann haben wir gesagt, das ist das Standardmodell. So, jetzt macht man kaputt und setzt neu zusammen und setzt auch das noch ein, was euch für eure juristische Kompetenz eben noch fehlt. Und eben haben wir Juristen zusammengeholt, Akademien zusammengeholt, also AI Academy und Kollaborationsexperten, agile Experten, alle dazu. Die haben eben dann gemeinsam dieses Modell entwickelt. Dann gibt es quasi so eine Veröffentlichkeitszeremonie. Das ist jetzt unsere Version 1 und dann geht es um dieses Operationalisieren. Was heißt das denn? Haben wir schon die Trainings da? Haben wir sie nicht da? Bei den Juristen ist tatsächlich der Druck relativ groß. Die haben das erkannt und haben dann jetzt vermehrt auf künstliche Intelligenzschulungen und so weiter gesetzt. Alles klar, wir müssen uns jetzt fit machen. Wir haben auch was davon. Und dann geht es über in die Mitarbeitergespräche. Was heißt es denn für dich individuell? Wo wirst du dich hin entwickeln, um eben auch diese Ängste aufzufangen und das als Gesprächsthema zu haben? Also dann ist dieser Loop weitergegangen, dann sammelt man die Erfahrungen und dann kann man wieder sagen, okay, was heißt das jetzt für uns? Wie können wir wieder ko-kreativ diese Modelle anpassen? Und so wird eben mit diesen Kompetenzen als Lego-Bausteine gespielt und es können Bausteine noch dazu gebaut werden oder manche bringen die vielleicht auch schon mit und andere sind halt ein schönes Bild mit den Lego-Bausteinen, dass man immer anbauen kann, umbauen kann. Ja, ja, also jeder kann, dann macht man kaputt, wenn man am Anfang sitzt und da, ah ja, aber das passt nicht, das ist ja nicht schlimm. Dann macht es doch, baut es mal komplett auseinander und hinterfragt. Also alles, was ihr so beschrieben habt, was heißt es denn bei euch? Wie würde das denn dann aussehen? Und dann baut es nochmal zusammen. Und dann gibt es eben auch die Basic Advanced Mastery Stufen, kann man alles machen und was gilt für alle. Da haben die Juristen und war nochmal ein Gedanke, ich habe bei den Future Skills, ist ja schon auch mal wieder drin, Umgang mit Komplexität, Umgang mit extrem schnellen Veränderungen und sowas. Ich glaube, deswegen ist es trotzdem nicht sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, die Leute da irgendwie zu unterstützen, damit umzugehen. Weil das ist ja, mit ChatGPT ist ja genau wieder sowas, da kommt wieder was, alle so, okay, was bedeutet das für mich? Man muss sich extrem schnell irgendwie da, oder viele denken, man müsste sich jetzt extrem schnell wieder damit anpassen. Und das ist ja genau das, was eigentlich diese Future Skills beschreiben, irgendwie, wie gehe ich damit um und wie agiere ich da unter der Prämisse. Was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht noch relevant ist, ist auch irgendwie Ethikfragen im Umgang mit KI, also welchen Wert hat die Arbeit, die dann noch jemand leistet und die Leute, die es vielleicht nicht nutzen, haben die davor oder Nachteile davon, dass ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch relevant werden wird. Ja, oder auch der Bias, der damit zusammenhängt. Also finde ich, gerade bei KI ist es ja so, letztendlich brauche ich ja trotzdem noch den Kopf, der eben vielleicht auch mal hinterfragt und guckt. Oder, also mir ist jetzt vor, so als Beispiel auch, ich habe ein Projekt, wo wir gerade das Thema, wie erstelle ich guten Content beibringen, ja. Und klar, die könnten jetzt alles sagen, ja, kein Problem, gehe ich mal kurz in ChatGPT, gebe 3-4 Stichworte ein, dann habe ich meinen guten Content. Er muss aber trotzdem noch in den ethischen Zusammenhang gesetzt werden. Er muss trotzdem noch mal geprüft werden. Stimmt er mit den eigenen Values überein? Ja, also da kann halt schnell was passieren, dass man etwas unterbringt, was aber eigentlich nicht mit den eigenen Werten zusammenhängt. Also, ne? Deswegen glaube ich, ist diese Entwicklung, die du da sagst, so ein bisschen für mich der Punkt. Ja. Daniel? Ich würde ganz gerne eine neue Frage stellen, falls ihr mit dem Thema AI durch seid. Und zwar bei den Soft Skills. Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Messung von solchen? Also zählt ihr zum Beispiel oder trackt ihr die Anzahl der Beschwerden oder der durch Mitarbeiterumfragen irgendwie Feedback? Clustert ihr das? Versucht das irgendwie einzuordnen? Habt ihr so für die Soft Skills jetzt konkrete Lösungen parat? Weil mir fiel das schwer, um ehrlich zu sein. Du meintest jetzt die Messung von... Genau. Also wie erfolgreich sind denn die gelernten Soft Skills im Unternehmen? Also was ich bisher so rausgehört habe, ist es eigentlich bei fast allen dann eine Einschätzung, eine Selbst- oder Fremdeinschätzung,
durch die Person, durch die Führungskraft, vielleicht auch in manchen Kontexten durch Kollegen? Ich denke, dass wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich ist, je nachdem, um was für Soft Skills es sich handelt. Wenn es zum Beispiel um Führungskompetenzen geht, dann könnte man ja zum Beispiel Umfragen in den Teams machen, um zu schauen, ob es eine Verbesserung gibt, besseres Feedback für die Führungskraft. Aber ich glaube, dass, also wie man das messt, müsste man wahrscheinlich individuell abhängig machen davon, welche Soft Skills man selbst für wichtig hält. Es gibt auch für einige Verhaltenskompetenzen so Diagnostik-Fragebögen, die man nutzen kann. Ist aber natürlich auch im Endeffekt wieder eine Selbsteinschätzung, weil ich selbstständig diese Fragen beantworte oder weil jemand anders, also Fremdeinschätzung über mich selber. Die sind dann zwar vielleicht ein bisschen komplexer, weil die Fragen so gestellt werden, dass sie dann auf die Kompetenz sozusagen einzahlen und jetzt nicht direkt sozusagen die Kompetenz abfragen, vielleicht mit so Verhaltensankern, wie ihr das gemacht habt. Aber im Endeffekt ist es trotzdem auch wieder eine Selbstfremdeinschätzung. Okay. Auf die Maßnahme an. Also bei einem Kommunikationstraining, da hat man halt ja die Varianten, okay, man macht verschiedene Abfragezeitpunkte, um irgendwie den Transfer irgendwie zu messen. Oder 360-Grad-Feedback ist ja auch an sich, weiß ich nicht. Also ich habe selber die Erfahrung nicht gemacht, wenn man das vielleicht dann zweimal macht oder mit einem gewissen und dann schaut, hat sich was verbessert, hat sich was, haben sich die Scores irgendwie geändert. Also ich glaube, da gibt es ja auch wieder verschiedene Maßnahmen. Aber bei uns jetzt auch noch nicht so ein Konzept, so okay, so messen wir jetzt die Soft Skills. Also das ist nicht. Ja. Ich finde es auch total herausfordernd, muss ich sagen. Und ich finde es aber auch gut. Also ich habe es jetzt in einigen Projekten gemerkt, wenn man das da zwar drüber nachdenkt und langfristig versucht, vielleicht andere Wege zu gehen, aber jetzt nicht sich davon abhalten lässt, die trotzdem zu integrieren in das Kompetenzmodell, in die Mitarbeitergespräche etc. Weil, also bisher habe ich so die Erfahrung gemacht und ich höre das gerade auch so ein bisschen raus, ich hoffe, ich verstehe es nicht falsch, dieses überhaupt mal sichtbar machen, überhaupt zu sagen, diese Kompetenzen sind wichtig für uns, die besprechen wir. Fand es auch jetzt total interessant, tatsächlich dann auch vielleicht nicht nur in einem Jahresgespräch das zu machen, sondern halt in so Team-Meetings, also auch noch viel häufiger das anzusprechen, weil dieses sich darüber überhaupt mal Gedanken zu machen, also das mal in den Vordergrund, mehr in den Vordergrund zu bringen, glaube ich, auch schon ein ziemlich großer Hebel ist, der manchmal auch unterschätzt wird. So, ja, aber dann haben wir ja noch nicht die optimale Messung davon. Aber ich glaube, darüber immer wieder zu sprechen, auch im Team, auch sich selber zu reflektieren, kann schon viel bewirken. Ich weiß nicht, wer das erste Wort. Ein Gedanke vielleicht noch dazu. Also ich glaube auch, das stimme ich zu. Was ich wahrnehme, ist, man muss sich echt gut überlegen, wie bringt man an die Leute, weil es ist auch für viele glaube ich, extrem hohes Level und was reden wir denn da überhaupt? Und vor allem, also sogar, also auch in anderen Abteilungen schon so, also die jetzt vielleicht auch Serviceabteilungen sind, keine Ahnung, Finance und so weiter. Aber wenn man jetzt mal an andere Bereiche geht, die halt noch viele in einem ganz anderen Kontext arbeiten, ich glaube, das ist was, was ich gut überlegen muss. Wie erklären wir das den Leuten, dass es nicht irgendwie so bla bla wird? Also, passt auch dazu, also es spielt ja auch immer eine gewisse Subjektivität bei diesen Kompetenzen mit rein, ne? Also die eine Führungsperson wird als ne, führungskompetent von Person A wahrgenommen, während Person B sie komplett anders wahrnimmt und sagt, die ist doch überhaupt nicht kompetent, was das Führen betrifft. Und das passt zu dem, was gerade gesagt wurde. Ja, man muss irgendwie, glaube ich, sei es das Unternehmen, sei es die Führungskraft, wie auch immer, sichtbar machen, was verstehe ich darunter, dass du kritikfähig bist, das als nur Beispiele, eine gewisse Kritikkompetenz mitbringst, damit natürlich diese Orientierung geschaffen wird für den Mitarbeitenden, okay, was muss ich denn machen, wo muss ich denn hin, damit ich als kritikfähig wahrgenommen werde. Ne? Also immer dieses komplette Runterbrechen, aber auf der anderen Seite dann auch wieder sagen, okay, auch wenn ich dich vielleicht nicht als kritikfähig wahrnehme, 90% aber schon, so, und das finde ich halt immer so sehr herausfordernd. Ne? Was bedeutet es eigentlich? Noch komplexer wird es ja eigentlich, weil das hatten wir bei unseren Kompetenzprofilen auch. Also ich hatte ja schon beschrieben, wir haben dann versucht, die Kompetenzen mal zu definieren und Beispiele zu nennen, woran würde sich das zeigen, in welchem Verhalten, in welchen Aussagen, wie auch immer.
Und dann ist ja auch die Schwierigkeit zu sagen, naja, wenn wir etwas messen wollen, brauchen wir auch irgendwie gezwungenermaßen immer eine Skala. Ne? Also irgendwer muss sagen, okay, das ist erfüllt oder ist es nicht erfüllt. Ist das dann die Skala von erfüllt bis nicht erfüllt oder ist das eine Zahl oder wie auch immer? Und dann ist ja auch die Schwierigkeit, oder das hatten wir, setzen wir das bei allen gleich voraus, die Skala, oder sagen wir, naja, ist denn der Zielpunkt bei allen, es soll erfüllt sein? Oder wenn man dann schon übergeht in Karrierepfade oder so, sagen wir nicht, einen Junior frisch von der Uni, der muss da nicht erfüllt stehen haben. Da reicht es, wenn wir Ansätze sehen. Und da muss unsere Aufgabe zu sagen, wo wollen wir ihn denn in 5 Jahren haben und wie kommen wir dahin? Also so ein bisschen auch die Frage, wer muss zu welchem Zeitpunkt oder in welchem Job, in welcher Rolle, wo auf dieser Skala schon sein? Mhm. Ja. Also nur Lösung habe ich auch noch nicht konkret, aber nochmal so als Ansatzpunkt. Ja. Der Damian online. Ihr habt eben gerade ein Stichwort reingeworfen, der Erwartungshaltung. Was wir gemacht haben, ist bei den Values, die wir definiert haben, auch geklärt, was wir nicht drunter verstehen. Das hilft auf jeden Fall ein bisschen besser, herauszufinden, was so verwirrend sein könnte, ne, was man ausschließen kann. Also sowohl die Pro-Seite wie auch die Kontra-Seite. Ne? Also wir wollen uns dahin bewegen, weil, aber nicht daran und erklärt, warum. Mhm. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch, bei euch das so zu machen. Ja, also, danke. Was mir jetzt gerade einfällt, weil ihr jetzt gerade so stark in der Bewertung drin seid, ich bin ja nicht aus dem Bereich HR, ja, aber ich hatte mal auch ein Modell entwickelt, da ging es auch um die Soft Skills und mit so einer Spinne eben, ja, die dann im Prinzip die Soft Skills aufgelistet hatte und wir haben dann für jedes Profil in dem Bereich oder in der, es war eine Agentur, geschaut, wer braucht denn was? Ja, also der Entwickler, der braucht jetzt nicht unbedingt die Kommunikationsfähigkeit, das ist nicht meine Erwartungshaltung, ja. Also und haben dann überlegt, wie können wir die denn da, also jetzt Projektleitung braucht natürlich den Skill Kommunikation und wenn ich jetzt eigentlich einen guten Projektleiter, eine gute Projektleiterin habe, die aber nicht, also schlecht in der Kommunikation ist, wie kann ich sie da hinbekommen? Also so als Entwicklungsprogramm, ja, das zum einen. Und ich finde diese Fragestellung von dir, finde ich total interessant, weil darüber kann man Werte eigentlich mit Geschichten ganz schön erfragen, ja. Also wenn ich jetzt sage, der Wert, also fällt jetzt gerade Kollaboration, ja, wenn man da so ein Fragenset entwickelt und sagt, wie sieht der Wert bei dir in der Abteilung aus, wenn er gelebt wird? Und was ist die letzte konkrete Geschichte dazu? Ja? Also sowas könnte ich mir ganz gut vorstellen. Weil wenn man dann ins Erzählen reinkommt, ja, und dann hat man, das ist ja dann auch wie belegbar, sage ich mal. Weil wenn ich eine Geschichte erzähle, wie ich das Team kollaborativ gemeinsam zu einem tollen Erlebnis geführt habe, ja, dann finde ich, ist es was Greifbares und hat eben einen Grund auch, also eine Basis, um bewertet zu werden überhaupt. Oder das ist dann zumindest passiert. Also wisst ihr, was ich meine? Ich würde gerne mal nochmal, da möchtest du direkt da ansetzen. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, Antje, was du gesagt hast, mit dass die Dinge, die sehr praxisorientiert waren, da bei euch am besten angenommen wurden. Weil ich auch jetzt erlebt habe, wenn wir so draufschauen, aber wie können wir denn dann die Kompetenzen wirklich fördern? Ne? Wir haben festgestellt, die sind für uns wichtig. Vielleicht haben wir auch schon festgestellt, da sind Lücken, vielleicht aber auch wollen wir sie nur allgemein fördern. Dann brauchen wir natürlich Situationen, in denen das Verhalten auch gezeigt werden kann, überhaupt. Ne? Also gerade so mit Kollaboration kann ich ja auch gar nicht bei jeder Aufgabe überhaupt zeigen und auch üben. Und da, Entschuldigung, ich habe schon ganz morgen eine Forschung gemacht. Und da war tatsächlich, wenn ich jetzt so an das Thema Training im weitesten Sinne denke, das Format, das gewählt wird, finde ich für mich so eine ganz wichtige Stellschraube. Also ich habe mit einem Unternehmen gearbeitet, da ging es darum, die Ausbildung in technischen Ausbildungsberufen an manchen Dingen nochmal zu überdenken. Und Ausgangspunkt war, dass die Organisation gesagt hat, die Azubis, die wir gerade ausbilden, sind nicht ausgebildet für die moderne Arbeitswelt. Die haben nicht diese Kompetenzen, um zum Beispiel selbstständig dann zu arbeiten in einem Umfeld, was sich ständig ändert, wo ständig auch neue Technologien aufkommen und so weiter. Und dass sie da dann auch entsprechend selber dranbleiben, weil wir können ihnen das jetzt in der Ausbildung noch gar nicht alles vermitteln, weil da wird noch so viel mehr kommen, was wir jetzt
aber noch gar nicht wissen. Und ein großer Blick dann mal auf diese Ausbildung und wie sie jetzt durchgeführt wird, hat gezeigt, dass die Auszubildenden aber auch in der Ausbildung kaum Gelegenheit bekommen, selbstständig zu arbeiten. Und was wir da gemacht haben, das muss man natürlich stückweise aufbauen, also kann man ja jetzt nicht einfach ins kalte Wasser werfen, aber dass im dritten Ausbildungsjahr so ein Projektlernen auch stattfindet, mit Projekten, bei denen die Azubis auch tatsächliche Kunden haben. Also es sind interne Projekte, ne, die gestellt werden, damit man halt auch üben kann, jetzt also nicht an echten Kunden sozusagen, aber wirkliche Kunden haben, die Anforderungen stellen, die müssen diesen Kontext analysieren, und müssen selber eine Lösung finden, mussten selber mit dem Kunden kommunizieren, müssen sich selber ein Team koordinieren, und das wird natürlich auch alles begleitet von Ausbildern, aber dass es überhaupt mal eine Möglichkeit gibt, in diesem geschützten Raum der Ausbildung überhaupt dieses Verhalten zeigen zu können. Und genauso habe ich es noch bei einem anderen Projekt gehabt, im Onboarding. Diese Zusammenarbeit war auch wir möchten auch mehr Zusammenarbeit fördern, und das Onboarding war dann hauptsächlich Onboarding war aber hauptsächlich also online selbstgesteuertes Lernen, ne? Jeder für sich. Naja, ist halt auch schwierig, da dann Kollaboration zu lernen, dass man da auch einfach eine Gruppenarbeit einbindet und dafür sorgt, dass neue Mitarbeitende, auch vielleicht aus verschiedenen Bereichen, auch sich wirklich aktiv zusammentun und wirklich eine Fragestellung, ein Problem, wie auch immer, sich gemeinsam erarbeiten und halt nicht jeder für sich. Ne? Und dieser Blick auf die Formate, die überhaupt verwendet wurden, und wie so eine Matrix hat, ne? Man hat vielleicht die Fachkompetenzen, die man mit dem Programm eigentlich entwickelt, aber ich kann mit so einem, aus der anderen Perspektive noch drauf schauen, welche Kernkompetenzen fördere ich eigentlich damit, einfach in dem, wie ich das überhaupt aufbaue, also welche Formate ich benutze, welche Methoden. Das war für mich so ein Ding, wo ich dachte, da kann man ganz praktisch ansetzen, weil man sich das einfach mal anschauen kann und überlegen kann, hat die Person überhaupt die Möglichkeit, die und die und die Kompetenz dazu üben in irgendeiner Form. Sabine? Stumm. Wir hören dich noch nicht. Sorry. Yes. Es könnte sein, dass es ein bisschen provoziert. Also ich bin jetzt seit 30 Jahren Psychologin und beschäftige mich mit Schlüsselqualifikationen, Kompetenzmodellen rauf, runter, links und rechts. Und würde nochmal aufgreifen, was der Kollege gesagt hat, das Thema künstliche ChatGPT, ob wir nicht uns mal mutig dahin begeben wollen, dass wir das eventuell so alles gar nicht mehr brauchen. Weil ich finde, es geht um den Kontext, in dem ich meinen Beruf ausübe, und um Herausforderungen. Das habe ich mit einem Anbieter mal diskutiert, dass man nicht über Kompetenzen redet, sondern welche praktische Herausforderung habe ich, wenn ich Führungskraft bin und eine Strategie entwickle? Welche Herausforderung habe ich, wenn ich in der Produktion bin und Auszubildender und eine Software programmieren soll? Also ich glaube, Sauter nennt das dann auch immer Praxisprojekte, und dass wir dann eher sagen, egal was ich vor mir habe, ich muss immer alle Kompetenzbereiche, also jetzt nach diesem Code-Erbenbeck-Modell, fachlich, methodisch, sozial, digital und so weiter heranziehen und dann daraus erarbeiten, ich selber, der ich lerne, ich habe wohl doch Probleme mit der Kommunikation, weil ich zu weitschweifig bin, und mir dann auch eine Lernmotivation abhole und sage, okay, dann muss ich daran mal arbeiten. Also eher an den Herausforderungen, an dem Kontext, damit anzufangen und das dann unternehmensspezifisch zu sagen, das sind die 10, die wir immer wieder haben, wollte ich mal in die Runde werfen. Wie siehst du da dann die Unterscheidung zwischen dem, was wir hier gerade ja auch schon hatten, man geht von der Kompetenz aus und schaut sich dann an, und wie ist die Kompetenz relevant für die Herausforderung in dieser Rolle? So wie ich es jetzt bei dir verstanden habe, ist das ein bisschen der umgekehrte Weg, ne? Man geht von den Herausforderungen der Rolle aus und schaut sich dann ein Set an, Kompetenzen an, die man auch vorher schon mal definiert, sozusagen.
Also für mich ist es so, ich bin ja sehr auf das Thema selbstgesteuertes, selbstbestimmtes Lernen. Und jemand hatte jetzt gerade gesagt, im dritten Ausbildungsjahr können wir eventuell einen Auszubildenden an einen Kunden bringen. Nee, also eigentlich, die können ja schon seit 16 Jahren sprechen. Also wir können das sofort anfangen und müssen dann eben sehr stark die Erfahrung, die derjenige macht, reflektieren und vielleicht den Kunden informieren, dass sein Auszubildender am ersten Lehrjahr, also dass er das einbinden kann. Also für mich geht es eben darum, die Verantwortung beim Lernenden zu lassen. Und dann geht es eher darum, dass wir sagen, wir helfen den Lernenden zu verstehen, dass es diese 4, 5 Kompetenzbereiche gibt, die es nach Erpenbeck, ne, also ich finde die immer noch gut, fachlich, Aktivität, sozial, methodisch, fachlich oder Führung. Und dann kann man sozusagen das Lernökosystem oder das Portfolio, was ihr in eurem Unternehmen habt, so aufbauen, dass ihr sagt, dann guck doch mal. Dann hast du bei Kommunikation, du hast dich nicht überzeugt, dann schau mal, was wir da anbieten. Und dann sucht er sich das selber raus. Mhm. Dass man die Leute eher fähig, das zu verstehen, wie sie das Kompetenzmodell nutzen können für spezielle Probleme. Ja. Ja. Weil ich persönlich, ich denke ja nicht, also jetzt nochmal ich denke ja nicht, ja, ich muss an meiner Präsentationsfähigkeit arbeiten. Also mein Gefühl ist, dass es geht voll an der Praxis vorbei. Also so denke ich. Finde ich nicht, sondern ich denke, ich muss ein Projekt aufsetzen und dann habe ich ein Problem. Und dann suche ich mir vielleicht jemanden, der Ahnung hat und mit dem diskutiere ich das. Und der sagt dann, ja, es könnte sein, dass du nicht präsentieren kannst oder so. Na, also ich finde es wichtig, dass derjenige, der das Problem hat, in die Fähigkeit kommt, zu sagen, also weil das habt ihr ja vorne auch geschrieben, also diese Handlungsfähigkeit in hochemergenten Kontexten. Das muss er alleine können, also oder sie. Mhm. Könnte man auch in ähnlicher Form, wie wir es vorher hatten, egal ob es jetzt in welchen Abständen es ist, in wöchentlichen Meetings, in Jahresgesprächen, könnte man eigentlich auch, genau aus der Richtung könnte man auch kommen. Ne? Wenn man sich vorher vielleicht, ja. Also was mir jetzt noch einfällt zu der Sache, ich sehe dieses selbstgesteuerte Lernen da auch als total sinnvoll an, weil ich glaube, dass Leute aus der eigenen Not heraus auch immer verstehen, warum eine bestimmte Kompetenz wichtig ist und dann eine ganz andere Motivation haben, sich darin zu verbessern. Andererseits würde ich auch sagen, dass diese Selbstreflexion an sich schon eine Kompetenz ist, die man erstmal haben muss dafür. Also wirklich selbst erstmal zu erkennen, okay, in der Situation habe ich vielleicht irgendwie nicht so gut performt, sage ich jetzt mal. Das ersetzt ja auch schon so Soft Skills voraus. Ja. Das sehe ich auch so. Also das stimmt. Antje? Das. Genau, ich finde, das ist ein super spannender Gedanke von Sabine. Und ich frage mich, ob diese Kompetenzen oder diese Soft Skills nicht einfach versuchen, die Dinge besprechbar zu machen. Also wenn quasi mein Problem ist, ich habe die Leute nicht überzeugt, dann weiß ich ja nicht, woran mache ich jetzt weiter. Dann brauche ich Feedback. War das, dass ich nicht klar argumentiert habe? War das, dass ich nicht, dass meine Art zu sprechen einfach unklar war? Früher haben wir noch Feedback gekriegt, dass wir einfach zu viel Rosa anhaben. Also, aber ich meine, du musst ja Feedback kriegen, um zu gucken, wie du deine Glaubwürdigkeit oder deine Überzeugungsfähigkeit verbessern kannst, und da ist es gut, eine Unterscheidung zu haben, damit du einen Griff drauf kriegen kannst. Wie würdet ihr denn die Reflexionsfähigkeit der Mitarbeitenden und oder Lernenden jetzt ein bisschen triggern? Wie würdet ihr das anfassen? Also ich würde es tatsächlich über das im täglichen diesen Raum oder die Möglichkeiten dafür schaffen, in Teams reflektieren, mit der Führungskraft reflektieren, für sich selber. Man kann ja auch vielleicht im Unternehmen auch so eine kleine Methode dafür entwickeln. Ne? Die 3 Fragen, die wir uns halt stellen vor einem Projekt, nach einem Projekt. Ich habe ein paar Meldungen. Antje, Damian und Jette. Antje hatte schon. Antje war schon, also ist noch Damian. Genau, da haben wir bei uns, also um die Frage zu beantworten, wie kann man das triggern und fördern, wir kündigen das oft an,
dass wir erstens Feedback anbieten. Und jetzt gehen wir nach den Meetings zum Beispiel, wenn sich etwas besonders ergeben hat, auch aktiv an die Kollegen, zum Beispiel Facilitator, Moderatoren oder die ja viel gesprochen haben, vielleicht falsche Dinge gesagt haben, aktiv drauf zu und sagen, pass auf, da habe ich etwas erlebt, was mir nicht passt. Also dass man das jetzt aktiv begleitet. Dadurch, dass es die große Mannschaft quasi mitgekriegt hat, dass wir 360 Grad Feedback oder überhaupt Feedback nach Meetings anbieten, dann ist die Überraschung recht klein und dann geht man eher darauf ein und sagt, okay, dann höre ich mir das mal an. Und wenn man es immer wieder wiederholt, dann kultiviert man auch so eine Art Routine da drin. Das hat recht gut funktioniert, ist aber nicht so, dass es jetzt jeder mitmacht, jeder das abfragt. Das ist doch ein zartes Pflänzlein bei uns. Das ist so eine Graswurzelinitiative, kann man sagen. Aber es ist schon einfach bekannt. Bitte? Was ich sagen wollte, geht auch so in eine ähnliche Richtung. Also wir versuchen da auch ganz stark einfach eine positive Feedback-Kultur zu fördern und das tatsächlich auch über ganz verschiedene Wege zu machen. Ne? Also natürlich gibt es dann was im Trainingskatalog zu, wie gebe ich Feedback, was gibt es überhaupt für Methoden. Aber nur weil ich weiß, wie es geht, mache ich es noch nicht unbedingt. Also da gehören natürlich noch ganz andere Sachen dazu. Also da gehört natürlich auch dazu, dass ich mich traue, Feedback zu geben, dass ich überhaupt weiß, in welchen Situationen es ist angemessen, Feedback zu geben. Und wir versuchen da einfach so eine Normalität so ein bisschen in Bezug auf Feedback hinzukriegen. Wir haben dann neben den Gesprächen, die natürlich zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden stattfinden, haben wir zum Beispiel auch ein Tool eingeführt, das heißt bei uns Feedback Me. Da geht es darum, dass ich ein Feedback auch bei Peers anfragen kann. Ne? Also das ist dann auch, dass ich explizit eine Anfrage stellen kann, hör mal, weiß ich nicht, liebe Kollegin Lisa, gib mir doch mal Feedback, fandst du meine Präsentation? Wir haben ein Tool, das nennt sich Upward Feedback, da kann die Führungskraft das anstoßen und das Team befragen, ist tatsächlich dann auch anonym, wohingegen Feedback Me ist natürlich nicht anonym, weil ich frage ja eine Person explizit. Also ganz 360 Grad kann man natürlich auch machen, wenn man das möchte. Also einfach verschiedene Wege, um die Hemmung einfach auch zu nehmen und zu verstehen, das ist was ganz Normales, da können wir wachsen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, uns regelmäßig konstruktives Feedback zu geben. Ja, danke. Ja, leider ist die Zeit um. ich habe mir schon gedacht, dass das Thema schwierig ist in 45 Minuten, aber vielleicht hat ja jeder vielleicht irgendwo oder manche von euch so einen kleinen Gedanken mitgenommen, wo man sich auch nachher noch austauschen kann. Wie es gleich gekommen ist, irgendwie wieder, ne, gestern hatten wir zwei Sessions sogar zu Psychological Safety und dass man offen über Dinge sprechen kann, sind wir jetzt auch irgendwie wieder gelandet. Danke euch fürs Mitmachen. Gerne vernetzt euch auf LinkedIn, auch untereinander. Und vielleicht kann man an anderer Stelle das Gespräch nochmal weiterführen. War jetzt halt erstmal ein kleiner Sprung ins Wasser. Danke euch. Danke.